Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Wir schauen mit unserer Wettercam zum Loser Altausee. Ja, hier ist es wirklich nebelig und kalt. Wir haben hier nur 3 Grad und die Wolken, ja, die stehen auch ziemlich tief und dicht. Und dann blicken wir noch nach Tirol, nach Astberg. Ja, und auch hier ist es sehr frisch. Wir haben hier um die 6 Grad und auch hier wird es ja den ganzen Tag leider regnen. Aber nicht nur dort, sondern auch bei uns und im ganzen Land. Aber jetzt blicken wir erstmal auf die Europakarte und das Tief Yukon. Das wandert weiter ostwärts. Das zugehörige ausgedehnte Regengebiet über den britischen Inseln und Frankreich erfasst auch Mitteleuropa und hat erwärmte Meeresluft im Schlepptau. Ein Regenband zwischen dem Weißen Meer und der Türkei trennt warme Luft im Osten von kühler Luft im Westen. Dann schauen wir nach Salzburg. Ja, wir sehen es auch hier, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es ist sehr regnerisch und unbeständig und etwas frischer. Zeitweise ist es überall trüb und regnerisch und auch Gewitter sind möglich. Es reicht aber auch für die ein oder anderen Sonnenstunden. So lockert es zunächst im Westen auf und im Lauf des Nachmittags im Osten. Wir blicken auf unsere 24-Stunden-Prognose für den Westen. Jetzt zum Nachmittag wird es dann regnerisch. Wir schauen noch in den Osten. Da bleibt es erstmal trocken. Wir haben um die 17 Grad. Es geht noch heute relativ warm weiter. Aber das wird sich dann ab morgen dann auch ändern. Wir schauen zum Beispiel mal auf den Samstag. Hier haben wir einen Temperatursturz von 10 Grad, von 15 auf 5. Und der Muttertag bleibt somit also ein sehr kühler Tag. Dann schauen wir auf den Osten, auch hier. Ja, haben wir erst 21 Grad und dann 8. Und das zieht sich dann eben auch dann die nächste Woche so weiter durch. Also es bleibt leider kalt und regnerisch. Und da müssen wir einfach mal drauf hoffen, dass der Mai dann irgendwann endlich mal frühlingshaft startet. Aber momentan sieht es leider noch nicht so aus. Jetzt gebe ich zurück zu meinem Kollegen Felix Aschermeier mit der Top-Story des Tages.